Sternzeit 10565,53. Logbuch, Leiter der Forschungsabteilung für Physik, Ting Shen. In Hell's Maw haben wir den Bau unserer Observationsstation zur Erforschung des Schwarzen Loches begonnen. Noch nie zuvor konnte die Menschheit so nah an einem Schwarzen Loch arbeiten. Etwas beunruhigend ist das Ganze aber schon. Die Anziehungskraft des Schwarzen Loches ist enorm. Eine Unachtsamkeit beim Bau, nur eine falsche Montierung von Teilen, könnte allen hier das Leben kosten und sämtliches Personal wird zuerst in das dunkle Nichts des Weltraums gesogen und dann in das noch dunklere und unbekannte des Schwarzen Loches. Doch die Neugier obsiegt. Ich werde die Erste sein, die nach Abschluss der Arbeiten die Station betritt und ich werde diejenige sein, die allen voran den Betrieb der Station starten wird. Und damit herzlich willkommen zum Let's Play von Stellaris. Ja, Leute, wir haben den Bau unserer Station hier bei Hell's Maw begonnen und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich glaube nicht, dass das hier wirklich nur einige Physikforschungspunkte bringen wird. Das kann man sich ja so anschauen, wenn man die Station baut. Na gut, jetzt hier gerade nicht. Tooltip taucht jetzt hier nicht mehr auf. Aber wir wissen ja, es gibt so um die 15 bis 20 Physikforschungspunkte jeden Monat. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man, nachdem man hier gebaut hat, vielleicht die ein oder andere Eventkette aktiviert und hier die ein oder andere sehr interessante Geschichte sich noch entwickeln wird. Okay, Leute. Aber das ist leider noch Zukunftsmusik, auch wenn ich mich sehr darauf freue. Aber hier 360 Tage dauert der Bau noch. Wir werden ja dann mal sehen, was das Ganze so mit sich bringen wird. Okay, Leute, nochmal eine Info am Rande. Ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt. Wir sind wieder deutlich im Plus, was die Energiecredits angeht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum wir jetzt hier wieder in so einem guten und zufriedenstellenden Plus sind bei den Energiecredits. Ihr habt es in der letzten Folge auch gesehen, wir waren im Minus und zwar, ich weiß nicht, ich glaube fast an die 200. Sehr verwirrend das Ganze, aber naja, gut, nehmen wir es einfach erstmal so hin. Ja, ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns dann mal unsere Sternbasen, ja, die können wir uns auch angucken, aber ich meine natürlich unsere Kolonien an. Zuerst mal hier Advertier Prime, ja. Hier gibt es tatsächlich nichts zu tun. Advertier Prime ist erstmal vollständig ausgebaut. Wir haben hier bald noch einen neuen Insektoiden. Der wird ja voraussichtlich nächsten Monat hier eintreffen. Mal gucken wir mal. Das ist der zweite Insektoide, der dann schon kommt. Also wirklich sehr durchmischt hier der Planet. Das macht ihn eigentlich so interessant. Schade, dass wir hier nur so wenig zu tun haben. Ja, tatsächlich. Dann gehen wir einfach mal direkt weiter nach Sirius. Ah, hier wütet immer noch der Sturm, Leute. Aber auch hier können wir jetzt bald die gefährliche Tierwelt entfernen. Die erforschen wir gerade. Dauert aber noch 17 Monate. Ich glaube, vorher können wir hier nichts machen. Wie gesagt, die Verwaltungsbüros, na, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt ausbauen zu den Anlagen. Ja, lassen wir es erstmal dabei. So, gehen wir nach Kodria. Und hier haben wir einen weiteren Gebäudeplatz. War der schon vorher da oder hat er sich jetzt erst freigeschaltet? Ich glaube, mit dem 30. Pop kann das sein, dass er sich damit freigeschaltet hat. Ja, okay, sehr schön. Wir haben allerdings immer noch 4 verfügbare Jobs. Genug Wohnungen und Dienstleistungen sind auch vorhanden. Wir haben noch unzählige Distrikte, die wir ausbauen können. Hier, Kodria Prime hat noch richtig Potenzial, Leute. Ich glaube, wir könnten hier auch irgendwann mal vielleicht nochmal was Interessantes bauen, was hier ja allgemein nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch vielleicht noch fürs Militär irgendwas bringt. Ja, werden wir mal sehen. Eine arktische Welt, eine Hydrokulturfarm brauchen wir da wahrscheinlich nicht unbedingt. Boah, die sind ja trotzdem unabhängig, ne? 21 Nahrung bringen die. Würde uns direkt mal aus dem Minus rausholen. Ja, mal sehen. Ich werde mir das mal bei einer ruhigen Minute außerhalb der Aufnahme wahrscheinlich mal ganz in Ruhe angucken, was man hier noch so machen könnte. Ja. Aber hier ist noch richtig Potenzial. Wie sieht es eigentlich mit den Robotern aus? Wie viele haben wir jetzt? 4 Stück gibt es hier jetzt schon.
Faszinierend. Sind die alle in der Bergbauindustrie jetzt gelandet? Ja. Fantastisch. Gut, dann gehen wir mal weiter zu Südir. Und hier ist auch ein Sturm. Hier entfernen wir gerade den tiefen Krater. Der wird uns auch nochmal wieder Gebäudeplätze geben. Mein Gott, die Gewitter sind aber auch richtig laut, merke ich gerade. Ich hoffe, die übertönen mich nicht vollends. Aber dadurch, dass wir hier auch noch viel verfügbare Jobs haben, brauchen wir hier erstmal auch noch nichts machen. Ich glaube, wir werden jetzt nächstes auch nochmal einen Stadtdistrikt bauen, um die Dienstleistung so ein bisschen hochzuschrauben. Weil drei Dienstleistungen reicht zwar noch, aber ist fast ein bisschen wenig. Wir können ja jetzt mal. Ich starte mal die Zeit und wir warten die 5 Tage jetzt einfach mal noch ab hier. Was dann genau alles freigeschaltet wird. Ah ja. Bergbaudistrikt wurde freigeschaltet, ein Landwirtschaftsdistrikt, ich glaube ein Generatordistrikt und noch ein. Ja, überall wurde einer freigeschaltet noch. Sehr schön. Fantastisch. Aber wie gesagt, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was haben wir hier? Wir haben einen Gefallen erhalten beim Commonwealth of Man. Okay, dadurch, dass unser Diplomat da ist. Fantastisch. So, gehen wir nochmal fix zur Erde. Ich glaube aber hier gibt es auch nicht viel zu tun. Wir haben noch einen verfügbaren Job hier. Wir könnten. Moment mal. Wie sieht es mit unseren Kristallen aus? Plus 7. Wir könnten hier die Zivilindustrie mal noch ausbauen, ne? Die gleich mal noch ein paar Jobs schaffen. Ja, das machen wir direkt mal. Und dann haben wir erstmal wirklich genug Konsumgüter. Da brauchen wir uns dann erstmal nicht drum kümmern. So, noch fix auf Alpha Centauri. Hier sind auch noch genug Jobs, Wohnungen, Dienstleistungen, alles wunderbar. Hier brauchen wir auch nichts. Alles klar. Gut, Leute, das war's zu dem Thema. Lass uns noch mal kurz hier reinschauen. Ich mache das jetzt immer zwischendurch mal. Ich gucke jetzt einfach mal bei der Gnolim Leech, ob sich hier irgendwas geändert hat. Nein, hat's noch nicht. Gut, dann starten wir mal wieder ins Spiel. Ich spiele direkt mal wieder auf der schnellen Schwierigkeit. Ship Schnell. upgrades applied. 1, 2, 3. Ship Schnellen. upgrades applied. Mein Gott, was ist denn hier alles los jetzt? Erste Raumflotte wurde abgegradet. Wunderbar. Kann aber nochmal abgegradet werden. Und die First Fleet wurde auch abgegradet, ja. Kann man eventuell. Möchte ich jetzt mal erwähnen. Kann man die zusammenfassen? Nein, geht auch nicht. Ich spiele jetzt gerade mal mit dem Gedanken, aus der First Fleet vielleicht noch eine weitere richtige Flotte zu machen. Aber wir haben jetzt auch nur noch insgesamt eine Flottenkapazität übrig von 12. Das ist natürlich nicht besonders viel, ne? Was kostet so ein Schiff beim Bau? Ich glaube nicht, dass das direkt nur eins ist. Also direkt nur ein Punkt ist. Schiffsgröße. Doch, dauert. Ist es immer nur. Nee. Schaut mal, die Zerstörer. Kreuzer kosten schon 4, Zerstörer 2 und die Korvetten 1 Punkt. Na, okay. Ah, wir sollten vielleicht mal, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, nochmal unsere Flottengröße anpassen. Ship upgrades applied. Denn damit bin ich nicht mehr so hundertprozentig zufrieden. So, jetzt ist die erste Raumflotte völlig abgegradet. Und was wir jetzt mal tun werden. Da wir jetzt auch auf Kodria die. Na, wo ist er? Da. Da wir jetzt auf Kodria auch hier unsere. Moment. Ich dachte, wir hätten auf Kodria jetzt einen Ankerplatz gebaut. Oder Besatzungsquartiere. Nee, dann Befehl zurück. Dann hatten wir uns in der letzten Folge nochmal anders entschieden. Dann lassen wir die hier, damit die sich hier andocken können. Ihr bleibt hier. Okay. Ah, hier kann auch schon wieder alles aufgerüstet werden. Das ist Wahnsinn. Ship upgrades applied. So, die zweite Sicherheitsstaffel ist auch abgegradet. Dann Patrouille wieder bis nach Krimdor starten. So.
Ihr seid auf dem Weg gerade, um abgegradet zu werden. Das haben wir gesehen, das kann weg. Das haben wir auch gesehen. Und wir haben im nächsten Monat schon wieder eine Wahl. Ich glaube, ich weiß es, aber ich gucke nochmal. Wir haben doch... Ja, wir hatten unser Wahlversprechen eingehalten. Und wir können eine neue Tradition wählen, Leute. Wunderbar. Und jetzt gehen wir mal hier so ein bisschen auf die... Ja, jetzt gehen wir hier mal so ein bisschen auf die Nahrung. Monatliche Nahrungsproduktion plus 10% erhöhen. Ja, ich habe gerade so gestockt, weil Bewohnbarkeit um 10% erhöhen. Da ist jetzt die Frage, zählt das nur für Menschen oder zählt das dann eventuell auch für die... für die ENA, die hier auf Alpha Centauri arbeiten. Steht da irgendwas zu im Text? Durch die Anpassung an verschiedene Umgebungen haben wir gelernt, uns weiterzuentwickeln und schneller anzupassen. Nee, ich kann mir vorstellen, dass das aber tatsächlich nur für die Menschen gilt und nicht für alle migrierten Spezies. Hm, okay. Kostenumsiedlung. Na, ich glaube, wir gehen dann erstmal auf die Nahrung. Bereicherung durch Diäten. Der Nährwert von Nahrung, den wir für unsere Bevölkerung ernten, kann durch verschiedene Anreicherungstechniken erhöht werden, sodass wir mehr Münder mit weniger Nahrung ernähren können. Ja, plus 10% Nahrung, das machen wir, das brauchen wir, das ist gut. Und dann warten wir jetzt gleich mal auf den nächsten Monat, was das für Auswirkungen hat. Wir haben jetzt minus 21 Nahrung. Und am 19. ist die nächste Situation Wahl. Log has been updated. Das heißt genau jetzt. Und Lukas von Bojen ist der neue Präsident der Erde, Leute. Interessant. Er hat auch ein Bergbaumandat. Er will 4 weitere Bergbaustationen errichten. Ja, Leute, das ist ein sehr dämliches Mandat, wenn ich das mal so sagen darf, weil wo sollen wir die jetzt denn noch herzaubern? Das Einzige, was man machen könnte, ist... Das ist ein Bergbau. Das sind ja keine Bergbaustationen, das sind ja Bergbaudistrikte. Ich weiß jetzt nicht, ob er die genauso wertet. Ansonsten hat er ein Problem, da kann er sein Wahlversprechen nicht halten. Aber das ist er dann natürlich selber schuld. Schauen wir mal, was ist er denn für ein Typ? Er ist belastbar und ein Pioniergeist. Oh, er ist schon 81 Jahre alt. Wahnsinn. Dieser Anführer ist begierig darauf, über weit entfernte Sterne zu herrschen. Okay. Hm. Naja, aber das wird er ja nicht kriegerisch machen. Das ist ja... Na gut, ist jetzt Auslegungssache, ne? Ob er das mit Militärgewalt durchsetzen würde? Ich glaube aber fast nicht. Nee. Nee, Leute, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass er ein Friedlicher ist. Und dementsprechend sich auch so verhalten wird. Warum ich das so erwähne? Ich finde, dass... Wenn wir jetzt nämlich den Präsidenten in der Föderation stellen, dann werden wir uns rollenspieltechnisch nicht nur auf die Leitfäden unserer Nation ja, achten müssen, sondern wir werden auch dann so ein bisschen ja, unseren Präsidenten im Auge behalten müssen, wie der so tickt, wenn wir die Föderation anführen. Das wird nochmal sehr interessant und das wird definitiv er sein, wenn er nicht vorher irgendwie von uns geht. Denn die nächste Wahl findet erst in 10 Jahren statt. Und das Föderationsamt werden voraussichtlich wir stellen, und zwar am 15.08.38, also in 5 Jahren. Ah, okay. Und wir haben eine neue Fraktion hier, und zwar hat sich die Politische Nation der NZU gewonnen, angeführt von Gouverneur Tatsuko Saito. Alliance of Spiritualists. Spirituelle und konservative Weltvorstellungen. Okay, schauen wir uns das mal kurz an. Ja, 20% Zustimmung. Was wollen die denn?
Wir haben einen Punkt hier ihrer Forderung. Ach so, unheiliger Boden. Das Betreten jeglicher Totenwelten, selbst zum Zwecke der. Das Terraforming sorgt für Missfallen bei dieser Fraktion. Okay, naja, gut. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir das hier alles machen sollten. Das Widerspiegeln spiritualistischer Werte in unserer Regierungsethik sorgt für Zustimmung. Wenn wir nicht gewährleisten, dass Kunstwesen niemals dieselben Rechte wie organische Wesen genießen werden, sorgt es für großes Missfallen. Okay. Das Ersetzen organisches Leben durch Roboter sorgt für Missfallen. Wenn wir spiritualistische Überzeugungen Vereinte Nationen der Erde als Minderheitsproblem auffassen, sorgt das für Missfallen. Ja, das, da werden wir nie irgendwie. Da werden wir nie irgendwie rankommen. Ja, wir können auch mal langsam schauen, dass wir vielleicht eine Fraktion unterstützen. Was bedeutet das? Öffnung für die Richtlinien und Werte der Erlangolle und ihre Integration in unsere Regierung. Dies wird unsere Regierungssinnung permanent ändern. Okay, Fraktion fördern. Fördert die Richtlinien und Werte von der Fraktion. Dies wird ihre Ethik für unsere Bevölkerung attraktiver machen, solange es aktiv ist. Ja, was kostet uns das? Xenophilie. Was ist denn Xenophilie? Xenophobie? Nee, Xenophilie? Okay, mir wird gerade geflüstert, fremdes Leben. Fremdes Lieben. Okay. Tja, das passt ja eigentlich ganz gut zu unseren. Eine multikulturelle Gesellschaft, keine Säuberung, keine speziesweite Versklavung, föderiert, Proteste gegen Landraub, kooperative Diplomatie. Ja, Leute, die unterstützen wir jetzt einfach mal. Die finde ich nämlich super. Was haben wir hier? Antiautokratisch, reproduktive Freiheit, Antidifferenzierung, kooperative Diplomatie. Die können wir auch mal fördern. Dann vergrößern sich die nämlich. Und eventuell schaffen wir es dann, noch mehr Einfluss daraus zu gewinnen. Okay. So, wer es findet, darf es behalten. Was ist denn hier? Ein besonderes aufmerksamer Agent in Haus X hat es geschafft, einen Teil eines Xianen Verschlüsselungscodes in die Hände zu kriegen. Anscheinend hat ein unvorsichtiger Xian-Verwalter das Gerät einfach liegen lassen. Diese Codes allein werden uns bei unserem Einsetzen in Haus X bereits helfen, doch die Untersuchung des einzigartigen Designs des Geräts hat uns auch neue Einblicke für unseren allgemeinen Ansatz in Sachen Code-Hacken geliefert. Code-Hacken plus 1. Sehr schön. Okay, da war jemand sehr aufmerksam. Apropos, wir könnten ja auch mal wieder bei den Breen vorbeischauen, ne? ebenbürtig sehr schwach. Ja, fangen wir direkt mal an hier. Und ich glaube, haben wir eigentlich jemanden bei der Free Jaffa Nation, Leute? Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, ne? Da sind sie. Sablisur. Ne, haben wir nicht. Naja, gut, dann müssen wir erstmal nur bei den Breen, weil wir haben jetzt auch keinen mehr übrig. Was wir aber auch mal wieder gucken sollten, ist, ob wir unsere Gesandten vielleicht nochmal woanders hinschicken. Sie verschlechtern ihre Beziehung zu uns, obwohl die schon bei 737 im Minus ist. Wahnsinn. Die Jaffa Nation ist wirklich ein sehr komischer Haufen, Leute. Wir könnten mal zu den Yes-Inawen schicken, ne? Ich glaube. Sie werden keine Föderation mit den Sindhi beitreten. Alles klar. Das wird also nix. Ansonsten brauchen wir echt niemanden. Irgendwo umswitchen. Wie sieht's hier aus? Das funktioniert ja auch nicht, ne?
Föderation einladen. Minus 100. Na, da sagen auch alle nein. Dennoch sollte man sich das für die Zukunft vielleicht mal offen halten, ne? Dass wir zu den Bolian mal noch jemanden schicken. Mit den Ena haben wir jetzt fast 500. Das reicht mir aber noch nicht. Aber ansonsten haben wir auch niemanden mehr übrig. Ja, dann tauschen wir das mal. Der, der bei den Ena ist, der wird jetzt mal zu den Bolian gehen. Hier. So, dann tauschen wir das mal aus. Okay, das haben wir auch. Construction completed. Dann, unsere Nahrung ist jetzt wieder bei plus 6 im Monat. Hervorragend, die 10% haben wirklich was rausgerissen. Und auf Kodria haben wir die Hydrokulturfarm jetzt auch noch gebaut. Also daher kommen jetzt die insgesamt plus 6 Punkte. Sehr schön. Knowledge is the key. Was haben wir hier? Ein Beschluss wurde verabschiedet. Und zwar... Na, welcher war es jetzt? Abfallwirtschaft. Kollektive Abfallwirtschaft. Jetzt geht hier wieder das Gesuche los. Was das genau war? Da ist es aber schon. Diplomatische Bedeutung von Wirtschaft plus 40. Ressourcenproduktion Arbeiter plus 5. Legierung aus Jobs plus 5 und Mineralien von Jobs plus 10. Aber die Bewohnbarkeit geht um minus 5 zurück. Ja, das haben wir ja schon mal geguckt. Das ist für uns gar nicht mal so schlimm. Ganz im Gegenteil, davon profitieren wir zuhauf. Sehr schön. Können wir das wegmachen. Und wir haben die Schildkondensatoren jetzt erforscht. Trefferpunkte Schilde plus 10. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was hier als nächstes für uns interessant wäre. Phasendisruptor. Damit könnten wir unsere Disruptoren nochmal verbessern. Hyperantrieb Stufe 3. Ja, das ist ja nur für Forschungsschiffe hier. Das ist ja immer noch für uns relativ uninteressant. Verbesserte Forschungskomplexe. Die haben wir ja gerade erst ausgebaut, Leute. Und konnten es uns kaum leisten. Phasenbeschleuniger. Neue Komponente. Plasmabeschleuniger, nicht Phasenbeschleuniger. Für was ist das eine Weiterentwicklung? Ionendestruktor? Nee. Ist das eine Weiterentwicklung oder ist das was Neues? Das macht schon ordentlich Schaden, ne? Schaut euch das mal an hier. Auf mittlere Größe 40 bis 83 Trefferpunkte. Und Panzerungsschaden und Rumpfschaden. Ich glaube, das nehmen wir mal. Passt aber nicht zu ihrem Fachgebiet. Zu ihrem Fachgebiet würde das hier passen. Das ist auch jedes Mal jetzt hier drin, ne? Vielleicht sollten wir es einfach erforschen, um Platz zu machen für eine weitere Forschungsmöglichkeit. Denn das ist alles so ein bisschen, ja, brauchen wir momentan eigentlich nicht. Unsere Waffen sind ganz gut. Ich glaube, das machen wir mal. Feldmanipulation. Vielleicht kann man damit ja auch noch was anderes machen. Na, 15 Monate. Ja, dadurch bekommt sie auch noch Erfahrung. Irgendwie das andere hat mich jetzt nicht so ganz überzeugt. Und der Hyperantrieb Stufe 3, ja. Machen wir da vielleicht beim nächsten Mal. Erstmal einfach ein bisschen Platz machen für andere Forschungen. Damit das nicht jedes Mal wieder irgendeinen Platz klaut. Okay. Ja, ansonsten ist es momentan sehr ruhig. Was haben wir denn hier? Spionageereignis bei den Breen. Mission abgeschlossen. Was haben wir jetzt hier bekommen? Vielleicht wieder nur die Grundinformationen, die wir jetzt hier einsehen können. Na, ihre Flottenstärke ist unterlegen. Ihre Abkommen können wir sehen. Ja,
alles nichts Neues. Vielleicht. Wir werden jetzt mal denjenigen, der bei den Brehen ist, jetzt mal zu den Friedrafer schicken. Obwohl, die haben wir eigentlich auch. Ach so, verjährt. Na, die Daten, die wir haben, sind teilweise alt. Dann schicken wir den mal hin. So. Und dann. Spionage. Ach so, das ist nochmal was anderes. Ja, da müssen wir jetzt hier die 300 Tage warten. Ist ja kein Problem. Na, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Na gut, ist ja nichts, was irgendwie zeitkritisch ist. Nächste Forschung ist wann fertig? Construction completed. 5 Monaten. Und die Station auf Hell's Maw ist jetzt tatsächlich fertiggestellt. Wunderbar. Ja, und das Ganze bringt jetzt 18 Physikforschung ein. Fantastisch. Sehr, sehr schön. Was ist hier? Bolian und Plyadan haben jetzt ein Friedensabkommen. Status quo. Na, die haben jetzt nicht wirklich was gewonnen bei diesem Krieg. Ja, so kann es auch mal ausgehen. Warte jetzt gerade hier auf die Beseitigung der gefährlichen Tierwelten. Dann können wir hier gleich nochmal auf... Moment, wo war es jetzt? Ich glaube, Sydio oder Kodria, oder? Oder war es Sirius? Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Sirius war es. Können wir da gleich nochmal direkt schauen, was es da noch zu tun gibt. Knowledge is the key so, to the universe. Da ist es. Zuerst gucken wir aber nach einer neuen Forschung. Und wir sind bei der Nahrung schon wieder auf plus minus null. Das ist ja... Ohoho. Nahrung müssen wir echt weitermachen. Vielleicht sollten wir... Genauso wie dieses Amöbengeißeln, ne? Das haben wir jetzt auch schon, weiß Gott wie lange, hier drin. Interstellare Wirtschaft. Ist auch alles nicht so wirklich interessant, ne? Amöbenbrutprogramm. Damit wir das endlich mal raus haben und hier wieder Platz für Forschung machen, nehme ich auch das jetzt mal, weil das ist auch fast das günstigste. Das günstigste ist hier die verbesserte Kulturstätte tatsächlich, die auch nochmal Sozialforschungspunkte bringt. Davon haben wir ja sogar eine gebaut oder zwei. Auf Alpha Centauri kann ich mich erinnern. Ja Leute, dann machen wir das hier. Das ist ja wirklich fix erforscht. In 10 Monaten ist das schon fertig. Das ist ja super. Und jetzt gucken wir direkt mal auf Sirius und werden hier das Merkmal auch mal direkt entfernen. Dann können wir hier spätestens zur nächsten Folge nochmal richtig schön was in Auftrag geben, wenn dann die Arbeitsplätze hinhauen. Und wir haben schon 2335. Also nur noch 3 Jahre, bis wir den Föderationspräsidenten stellen. Die Südestation ist auch fertig gebaut. Wunderbar. Und ich glaube, man kann jetzt tatsächlich auch mal auf sehr schnelle Spielgeschwindigkeit gehen. Denn es passiert ja wirklich erschreckend wenig momentan. Es ist sehr, sehr ruhig. Research concluded. Nächste Erforschung, da haben wir es schon. Wunderbar, neue Mechanik, aber das brauchen wir wie gesagt nicht. Und jetzt schauen wir mal, ob hier was Interessantes ist. Physikverbesserung, Raumzeittheorie, Quantenfeldmanipulation gibt uns Energiecredits, Tachyonsensoren, Schiffsbewegungen auch bei extremen Entfernungen erkennen. Okay, Gamma-Laser. Nochmal unsere Laser verbessern.
und Neutronenwerfer. Energiecredits haben wir wirklich unglaublich viel momentan. Ich glaube nicht, dass wir hier die Quantenfeldmanipulation unbedingt brauchen. Physikforschungspunkte haben wir ziemlich viele momentan. Ich glaube auch, dass wir das nicht unbedingt brauchen. Also brauchen auf jeden Fall, aber nicht unbedingt jetzt direkt als nächste Erforschung. Energiewaffenpfad, da schaltet sich was Neues frei, genauso wie hier Spionageeinsätzepfad. Haut mich jetzt auch nicht so alles vom Hocker, wenn ich ehrlich bin. Die Neutronenwerfer, die machen natürlich richtig krassen Schaden und das ist auch eine Weiterentwicklung von denen, die wir auch schon verbaut haben, ne? Moment, wer... Atomraketen? Nee, das ist es glaube ich nicht. Hier, Protonenwerfer. 360 bis 800 Schaden. Und die hier? 468 bis 1040 Schaden. Neutronenwerfer. Ja, kommt, dann machen wir das mal. Das ist sehr interessant. Haben wir für Partikelforschung einen Spezialisten? Nee. Nee, haben wir leider nicht. Schade. Das Ganze dauert dann insgesamt 58 Monate. Mein lieber Herr Gesangsverein, das braucht richtig Zeit. Na gut, Leute. Okay, momentan etwas unspektakulär. Wir forschen und bauen hier so ganz in Ruhe vor uns hin. Politisch passiert nicht ganz so viel. Gut, Frieden zwischen Pleiadan und den Bolian. Ja, ansonsten ist es wirklich sehr, sehr ruhig momentan in der Galaxie. Weiß nicht, ist das die Ruhe vor dem Sturm? Na, ich weiß es nicht. Oder hat sich das in den letzten Jahren, Monaten so geschüttelt, dass jetzt hier eine Friedenszeit in die Galaxie eingekehrt ist? Na, wer weiß. Ich meine, wir als Föderation haben ja auch wirklich große Teile des Südens hier. Und hier wird es voraussichtlich keinen Krieg mehr geben. Ja. Ist so ein bisschen Status quo momentan, habe ich das Gefühl. Mal sehen, wo das noch hinführt. Okay, Leute. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.